Oh ja. Gut, dann würde ich sagen 3, 2, 1 und los. Herzlich willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker. Der letzte Part, ja, ich weiß, er kommt ziemlich spät, aber dieses Level ist auch ziemlich schwer. Ihr seht, die 5000 Münzen Challenge gibt es hier und die ist an sich nicht so schwierig, weil, ja, man bekommt halt die 5000 Münzen zusammen. Wie das Level funktioniert, ist folgendermaßen: Es gibt 50 Stockwerke und auf jedem Stockwerk sollte man 100 Münzen circa einsammeln. Man wird gehetzt von Gegnern und Fallen und das Schlimmste ist, das Level ist nicht lernbar. Denn es ist zufällig, welcher Raum wann kommt und auch müssen nicht alle Räume drankommen. Es ist komplett random, was da jetzt passiert. 50 Stufen. Ich mache das hier in einem Livestream, also für die auf YouTube, wenn ihr diesen Part seht, muss es nicht unbedingt sein, dass das sich so anhört wie die letzten Parts, besonders mit der Mikrofonqualität und vielleicht auch die Bildqualität, denn es wird leider nur in 30 FPS gehen. Und dann fangen wir mal an. Ja, da ist die Mumie und da ist unser guter Toad. Ihr habt das auch länger nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch drauf habe. So, ich versuche natürlich hier schön durchzukommen. Jetzt müsste ich an sich durchlaufen. So. Wunderbar. Und ich werde wahrscheinlich auch nicht so richtig auf die Kommentare achten. Also im Falle, wo ich irgendwas beantworte. Ach, scheiße. Ja, der erste Versuch, der wird nichts. Der wird nix. Könnt ihr vergessen. So, und wir haben bereits 200 Münzen zusammen. Es gibt auch Pilze im Level, aber auch das ist halt unvorhersehbar. Und das Level ist wirklich arschschwer. So, ich versuche mich natürlich auch ein bisschen zu konzentrieren. Ja, warum bringe ich das jetzt so live? Manche Let's Plays bringe ich halt so, wie zum Beispiel Advance Wars soll auch demnächst live erscheinen, weil ja, so bekomme ich die Parts einfacher produziert und ja, schaut ja eh niemand diese Let's Plays Projekte. Schade an sich, aber ja, ich kann es verstehen, ich selbst schaue mir das auch nicht an, also jetzt bei irgendeinem x-beliebigen Let's Player schaue ich mir keine Strategiespiele an, ich langweile mich da nur. Aber ja, ich dachte halt, es gibt immer Leute, die doch ganz interessiert an Strategien der anderen Spieler sind und ja, wieso dann nicht auch mal so ein Projekt starten. Es ist ja auch mehr, dass damit ich das Spiel irgendwie komplett durchspiele, weil es mir ja übelst krass empfohlen wurde von, ja, von einer Person und die zockt das schon seit 100.000 Jahren und ich das dann auch mal probieren und deshalb habe ich das im Let's Play versucht. Ja, ich weiß auch nicht, wie lange das hier wird. Ich werde vielleicht auch einige Cuts setzen. Ich weiß es jetzt wirklich noch nicht, weil ja, es wird so, wie ihr das hier hört, auf YouTube erscheinen. Halt dann gecuttet und hier und da. Ja, so ist die Produktion einfach leichter, weil ich arbeite und ich möchte jetzt Toad Treasure Tracker für den September abgeschlossen haben. Das müsste an sich verständlich sein und da wäre schon fast der erste Fehler passiert. Sowas darf nicht geschehen. Und ja. Die Mumie ist an sich nicht das Problem, solange wir laufen. Ich glaube, die Mumie kann auch uns überhaupt nicht einholen. Aber da bin ich mir halt nicht sicher. Und dann gibt es noch diese Bonusräume, wie ihr seht. Da kann man nochmal Mashtag abstauben. Hier gibt es natürlich auch Pilze. Ich hoffe, ich finde so einen. Ja, da ist einer. Damit haben wir eine weitere Chance.
das Level besser zu bestehen. Ich schaue kurz auf die Kommentare. Es ist noch niemand da. Okay. Ist auch spontan. Also, wer seine E-Mails checkt, der wird schon sehen, dass ich gerade live bin. Aber ja, darum geht es mir jetzt auch eigentlich nicht, hier irgendwie Views zu sammeln. Es geht halt nur darum, dass ihr vielleicht aus Langeweile mal vorbeischauen könnt. Aber wirklich viel wird sich da nicht tun. Und dieser Goomba. Die Goombas sind schrecklich in diesem Level, weil sie noch weniger vorhersehbar sind als die Piranha-Pflanzen. Und ganz ehrlich, ich weiß gerade überhaupt nicht, wo die Kiste ist. Das... Ah, da ist sie! Oh, verdammt, wir waren sogar richtig beim ersten Versuch, oder? Sieht so aus. Mit dem Gamepad, das fühlt sich irgendwie sehr viel schwieriger an zu bewegen. Kommt wahrscheinlich von der Empfindlichkeit von Splatoon. Da bin ich was anderes jetzt gewöhnt. Kann man da durch? Ja, kann man. Okay, das war Glück. Wir sind erst in Raum 13. Es wird 50 Räume geben. Da ist ein Goomba. Ah, Scheiße. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Ja, es wird 50 Räume geben. Normal ist das Level schaffbar in 15 Minuten, aber ja, da sind die Felsen natürlich nicht mit einberechnet. Und ich hoffe, dass wir die Challenge auch sofort schaffen. 1400. Ja, doch, das ist noch im machbaren Bereich. So, der Carmack, der macht jetzt ein paar Probleme und der Chuck auch. Die Kiste ist natürlich auf der anderen Seite. Super. Oh ja. Oh ja. Jetzt wird's heftig. Gut, dass die hier die Wand durchgeprescht haben. Haben wir halt auch ein paar Münzen gesammelt. Und dieser Tod ist verdammt nah. Holy shit. Wieso? Und da sind natürlich auch Boos. Und ja, jeder Gegner kommt mal dran. Und ja, das ist schon das, was dieses Level so ungeheuer schwer macht. Ah, und da ist es schon passiert. Scheiße. Ja, ungefähr 15 Räumen. Ihr könnt euch hier vorstellen, wie lange das dauern wird. Naja, ich bin guter Dinge. Ich hoffe, dass ihr das schnell durchkriegen, weil es ist wirklich abgrundtief schwer. Wenn ich es überhaupt irgendwann schaffen werde. Ich plane da nämlich auch einen anderen YouTuber anzuschreiben, ob er mir sein Footage halt gibt. Aber es sieht momentan bei dem auch nicht so aus, als würde der die Challenge schaffen und zu Recht, ja, weil es ist wirklich heftig und ja, wenn man nicht viel Zeit hat und Treasure Tracker jetzt nicht ewig zockt, ja, dann kann man es verstehen, dass das Level vielleicht ein bisschen überfordert. Also, ich habe ja jetzt leider auch nicht unendlich Zeit. Ja, müssen wir mal schauen, wie sich das heute Abend noch so entwickelt. Jedenfalls, die Nummer 25 wird das Ende von Toads Treasure Tracker ja, brandmarken. So. Das war jetzt knapp. Wir sind in eine Sackgasse gelaufen und ja, das hätte anders enden können, als wir es jetzt so erlebt haben. So, und schlau ist auch, immer auf einer Seite zu bleiben, damit man halt immer eine Ausweichspur hat. Also so in der Mitte rennen und auch immer merken, wo man hinläuft. So, ich habe im letzten Saal etwas viel Münzen abgestaubt, deshalb kann ich hier ein bisschen lockerer werden. Und ihr seht mal, die Räume sind wieder ganz anders. Die Gegner sind die gleichen, also vom Schwierigkeitsgrad, aber ja, die Wände und Münzen sind anders angereiht. Es können sogar Pilze in den Level erscheinen, aber ja, dieses Glück habe ich an sich noch nicht gehabt. Wir sind noch immer groß, das heißt, wir haben noch immer eine wunderbare Chance. Und der Rucksack von Captain Toad wäre doch ein super Inventar gewesen, damit man noch einen Pilz in der Rückhand hätte. Aber es wurde leider nicht einprogrammiert und ja. Stören tut es mich jetzt nicht, aber es ist dann doch ein bisschen schade, weil es ist eine Idee, die ja dann im zweiten Teil von Toads Treasure Tracker erscheinen wird, wenn es einen geben wird. So, wir sind in Level 9.
Und da sind wir getroffen worden. Macht aber nichts, denn auf Stufe 10, wie ihr wisst, kommen wir zu einem weiteren Pilz. Allerdings dürfen wir uns jetzt nicht dumm anstellen, weil, ja, sonst haben wir ein Problem. Man sieht die Gegner auch sehr schlecht. Das ist böse. Oh. So, Kiste gekriegt und wir haben die Chance auf einen Pilz. Ja, da ist er. Sammle den gleich ein. Man hat auch unendlich Zeit, das ist auch nicht schlecht. Ja, sonst gibt es hier nichts mehr. Ich habe das nie überprüft. Nee. Na gut. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwelche Tricks gibt, damit man sich durch das Level mogeln kann, aber ich denke nicht. So, am besten Vogelperspektive, würde ich mal sagen. Aber dann sieht man die Eingänge nicht. Okay, hier ist der erste Eingang. Oder so leicht angewinkelt vielleicht. Okay, der Raum war relativ einfach. Wenn ich jetzt sterben werde, werde ich einmal nur gehen und mal versuchen, ob die uns einfangen können. Ich glaube, aus Großen nicht, aber aus Kleiner wird das dann doch schon etwas enger. Aber ich weiß es leider nicht. So, ich laufe hier auf gut Glück durch die Räume und ja, bisher läuft es. Aber wir sind noch nicht an unserem Dead End angekommen. So, das war auch jetzt Glück, dass da der Eingang war. So, Münzen einsammeln versuche ich natürlich so viel wie möglich, aber ja. Ist natürlich auch mit einer Menge Risiko verbunden. So, jetzt kommt der Kamek dazu und die Chucks. Da ist schon die erste böse Falle. Die haben wir noch ganz gut gelöst. Befindet sich der Block immer dort? Das weiß ich jetzt nicht. Immer in der oberen Ecke. Jetzt mal schauen. Hier kommt man durch. Ja, diesen Raum kenne ich. Den Raum kenne ich. Und die Boos können durch die Wände. Natürlich. Natürlich. Das macht das Ganze noch schwieriger. Wenigstens kann unsere Taschenlampe sie aufhalten. So, mit den Münzen sind wir wieder 100 Münzen, ja, vorne ran. Also wir haben einen Vorsprung von 100 Münzen. Und brauchen uns deshalb nicht so viele Gedanken, um das Geld zu machen. Und wir sind schon weiter als vorhin. Ich glaube, mein Rekord war 30 oder so. Irgendwo so im 30er-Bereich. Und, ja, wer weiter nicht kommt, braucht überhaupt nicht sich zu schämen, weil, ja, ihr seht es, es ist eine Sauerei, dieses Level. Und ich finde den Eingang nicht. Wieso? Wo ist der? Wo ist der Eingang? Ah, hier drunter, okay. Sind die Boos schneller als wir? Ich glaube nicht. Nein, nein. Wenn wir laufen, dann nicht. So, man kann auch ganz kurz schauen, wo der Weg wäre. Okay, hier gibt es jetzt keinen Weg. Doch, gibt es. Oh mein Gott. So, Level 20 kommt jetzt. Ich weiß nicht, ob das wieder ein Pauseraum ist. Ja, ist da. Und es gibt sogar Geld. Ja, die Belohnungen werden natürlich jetzt immer höher. Wäre auch nett, wenn es eine Kirche geben würde. Aber nee, gibt es leider nicht. Haben wir wieder einen Save Point und ja, dann die nächsten 10 Stufen. Immer 2 Leben haben wir, also. Und da ist ein Pilz. Das heißt, wenn wir hier kurz abkacken, dann haben wir immer noch ein Leben zugute und ganz ehrlich, wir versuchen den Pilz natürlich nicht einzusammeln. Im Falle von. Da war der Tunnel, ja. Ich habe ihn zu spät gesehen. War mir unsicher. Und ihr seht, mit den Münzen wird an sich kein großes Problem. Wow. Oh, und das sind meine Hassgegner. Oh, seht ihr?
Was ist das denn für ein Scheißdreck? So. Oh, und damit kann man sogar die Geister aufhalten. Das ist schön. Ich weiß aber nicht, was das bringen soll, weil... ja. Ah, diese Scheißgegner! Zum Kotzen. Nein, wirklich zum Kotzen. So, jetzt sind wir schon 20 Minuten mit dem Level beschäftigt. Und ja, jetzt werde ich mal versuchen, wenn wir gehen, wie das denn aussieht, weil dann ist es für mich einfacher, mich umzuschauen. Sieht an sich gut aus. Mal schauen. Ja, sie holt uns nicht ein. Sie ist halt nur so ganz knapp an uns dran. Also dann dürfen wir halt nicht umkehren. An sich in Ordnung. Werde ich als Herausforderung annehmen. Die Feuergegner sind so unberechenbar. Das ist so schrecklich. Ja, so ist es schon einfacher, sich umzuschauen. Vielleicht ist das der Trick des Levels und das Rennen, schnelle Rennen der Mumie soll halt nur täuschen und halt für Stress sorgen. Zeitdruck und so. Okay. Werde dann hier ein paar Münzen einsammeln. Oh, da war die Wand. Oh, scheiße. Kann natürlich auch in den ersten Level ein Pilz kommen und da seht ihr es auch als kleiner Toad. Haben wir gute Karten gegen die Mumien. Wir müssen natürlich immer auf der maximalen Gehgeschwindigkeit bleiben. So, die Gegner sind nicht gefährlich. Mal die Map ein bisschen im Auge behalten. Und keine Fehler, unnötigen Fehler machen. Wie dieser. Ja, das Level ist sau schwer. Und da seht ihr, erreichte Ebene ist 23. Okay. Dann bin ich nicht mal auf 30 gewesen. Ja, genügend Leben haben wir. Schon, man verliert nicht mal ein Leben in diesem Level, oder? Ich schaue mir da aber auch noch einen Japaner an, weil, ja, gibt auch bestimmt Speedrunner von diesem Level und, ja, ich würde mal gerne wissen, wie man das Level im Rennen durchläuft, ob es da Tricks gibt, weil, ja, Toad ist halt sehr, sehr, sehr beschränkt in seinen Bewegungen. Und, ja, das Ganze ist dann gar nicht so einfach. Die Mumie kann man natürlich mit solchen kreisförmigen Bewegungen ablenken und verlangsamen. So. Dann die Pflanze täuschen. Und jetzt sind wir falsch gegangen. Ah nein, da ist der Weg, ja. So, jetzt kurz. Ja, das darf nicht geschehen. Darf sich nicht unsicher sein, wo die Mumie als nächstes hinläuft. Muss die halt im Auge behalten. Und das ist fies platziert. Wow. Das ist richtig fies platziert. Da versteckt sich noch eine... Ja, die Feuer. Der Pilz wäre gekommen, also... Wären wir nicht getroffen vom Feuerball, dann würden wir vielleicht jetzt schon in Ebene 30 rumeiern. Und natürlich könnten auch Hammern und Co. auf der Straße liegen. Allerdings seltener, oder? Aber ja, ich kenne sehr viele Leute, die bei diesem Level Probleme hatten und auch noch haben. Es ist wirklich ein
sehr, sehr dreckiges, schwieriges Level. Versuche ich jetzt etwas zu laufen, weil der Toad doch langsamer als die Chucks ist. Und ja, da geht's nicht weiter. Da müssen wir hier entlang und noch ein paar Münzen ergattern. Oh, da kommt der Chuck. Wow, böse ausgeweicht. Der Carmack macht das Ganze noch schwieriger. Und natürlich können wir auch Dinge stoppen. Und ja, das war jetzt, weil ich abgelenkt war und ich mal auf die Mumie tippen wollte. Aber da passiert nichts. Okay. Dann weiß ich das jetzt. So, da ist der 50er-Pilz. Damit holen wir wieder unseren Rekord ein. Ich ignoriere hier gekonnt jetzt alle Münzen. Ich will jetzt in den 10. Raum so schnell wie möglich. Weil, ja, die, wie gesagt, die Münzen-Challenge ist nicht so das Problem. Und falls es Kommentare gibt... Nein, gibt's nicht. Okay. Kann ich nicht sofort beantworten oder überhaupt durchlesen, weil... Ja... Das Level halt, wie schon 30 Mal gesagt, echt schwer ist. Man muss auch wirklich alles im Blick haben. Was kommt als nächstes auf einen zu? Wo steht der nächste Gegner überhaupt? So, die sind allerdings auch eine Hilfe, weil so habe ich gesehen, wo der nächste Tunnel liegt. Und da haben wir es geschafft, ein Glück. Wie gesagt, einen Treffer dürfen wir uns erlauben, am besten in der oberen Hälfte der Stockwerke. Also von 5 bis hoch auf die 9. So, kurze Pause und dann geht's weiter hier. Ja, mit dem Boost wird das jetzt noch extremer. Ja, Goombas, die können schneller rennen. Nee, auch nicht. Dann ist das wirklich ein Spielelement, was man wissen sollte vielleicht. Dass Goombas oder allgemein alle Gegner bis auf die Chucks nicht schneller als der Toad sind. Das ist vielleicht eine wertvolle ja, Weisheit, die man so auf den Weg mitnehmen kann. Frage ist halt die Boos. Weil die kann man ja stoppen, indem man sie nur anschaut. Deshalb würden sich bei denen halt es lohnen, wenn die schneller wären. Na, wir werden sie noch früh genug begegnen und ja, dann werden wir schlauer sein. Wir sind ein Stockwerk voraus. So, der Goomba-Turm. Wenn wir es zur Brücke schaffen, dann haben wir es geschafft, ja. Holt der uns nicht mehr ein. So, da sind wieder Goombas. Und die Mumien, die werden nicht schneller. Das sieht halt nur so aus. Ich glaube, je mehr Mumien hinter einem sind, desto schneller rennt die erste auch. So, bis hier so ganz durch. Ja, bis Raum 20 geht's an sich. Danach wird's halt richtig heftig. Da ist der Carmack wieder. Und die Chucks. Oh, die Chucks sind auch nicht so schnell wie der Toad. Okay. Denke ich jetzt zumindest mal. Ja, die Feuerpiranhas sind natürlich noch eine ganz andere Liga. Und diesen Raum hatten wir bereits, nur war es so, dass da noch ein böser Buff versteckt war. So, und hier sind wir in der Falle. Auch diesen Raum haben wir bereits heute gespielt. Ich glaube, letztens sind wir hier... Nein, hier sind wir nicht angegangen, aber im folgenden Raum. Weshalb auch immer, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. So, ich habe jetzt hier die Chance genutzt und so viele Münzen eingesammelt, wie es nur geht, damit wir einen kleinen Vorsprung haben. Aber wie gesagt, ich glaube, dass am Ende des Levels es noch eine fette Belohnung gibt. So, da habe ich ganz schnell... reagiert. Da gab es eine Sackgasse und in die wollte ich gerade rennen. Und es scheint tatsächlich so, als sei der Block immer, ja, diagonal von unserem Startpunkt aus. Pilz benötigen wir nicht, das heißt, er gibt nochmal Münzen. Die haben wir dann weniger als Sorgen. Aber ja, das, wie gesagt, scheint nicht wirklich schlimm zu sein. Und los, weiter geht's.
So, jetzt habe ich hier einen blöden Fehler begangen. Ich weiß nicht, welche Gegner hier sind. Da ist eine feuerspuckende Piranha-Pflanze. Ganz ehrlich, die sieht sogar voraus, was wir als nächstes tun, oder wie? Also die berechnet das. Ich weiß es nicht. Das sieht aber danach aus, weil ein Ausweichen ist wirklich fast unmöglich. So, gibt es denn hier noch? Jetzt würden wir in unseren Rekordsaal kommen. Bei dem wir ewig stecken bleiben. So, wenn wir den schaffen, sind wir gut. Und es sieht an sich gut aus, weil wir hier Glück haben und eine... Ja, super... Nein, super bekommen. Und damit haben wir den Rekord schon mal sicher. Oh, da ist eine. Gut, dass wir die ausgeschaltet haben. Da kommt wieder eine. Diesmal bekommt sie uns allerdings nicht. Okay, da kann man in ein... Dein Ernst. Ich dachte, man müsste zickzack laufen, aber die schießt allerdings sehr, sehr früh. Und ich glaube, die Flamme ist tatsächlich schneller als der Tod. Ja, die holt uns ein. So, jetzt kommt eine böse Stage mit den Sharks und wir sind in der Sackgasse. Jetzt müssen wir rennen. Jetzt müssen wir rennen. Und ganz schnell, da kommen nämlich noch mehr Sharks. Ich hoffe, dass hier... Nein! Ach, wo war denn der Ausgang? So ein Dreckslevel. Ja, wie gesagt, es kann auch sein, dass ich das Level nachkommentiere mit Footage von einem anderen Let's Player oder irgendwie Gameplay aus dem Internet hole. Ich selbst werde es aber nach diesem Stream wahrscheinlich eine lange Zeit nicht mehr versuchen. Es ist wirklich abgrundtief schwer und ich habe ja nicht ewig Zeit, diese 50 Etagen zu schaffen. Und das erinnert mich auch nur an ein trauriges Schicksal, denn Pokémon Smaragd habe ich auch nicht durchgekriegt. Ich habe alles auf dem Spiel geschafft, alles. Jedes Pokémon, jede Stage, nur die Pyramide bei den Koryphäen auf der Kampfzone habe ich nie überstanden. Ich glaube, da gibt es auch 50 Etagen und ich bin irgendwie so bei 39 halt stehen geblieben und kam da auch nie weiter. So. Ich kann natürlich auch versuchen, Tipps und Tricks zu den feuerspuckenden Piranha-Pflanzen zu finden oder so. Aber ja. Wenn es da überhaupt welche gibt, außer das Schema auswendig zu lernen. Ich werde vorsichtiger sein beim nächsten Mal. So, der Chuck ist ziemlich breit. Das macht den noch gefährlicher. Weil an sich rennt der... Nur am Anfang etwas schneller als der Toad, wird dann aber auf eine konstante Geschwindigkeit zurückverzögert. Oder? Oh, nee. Nee, nee. Der ist doch schneller als der Toad. So, hier sind die... Ja, die erste Version der feuerspuckenden Piranha-Pflanzen und wir laufen schon mal sofort in die falsche Richtung. So wie es sich gehört für ein Labyrinth, ne? Den Tunnel. Ich bleibe auf einer Seite, weil, ja, die Gegner sind halt böse. Aber die sind wirklich keine Herausforderung. Die sind sehr, sehr, sehr langsam in ihrer Reaktionszeit. So, die sind konstant schnell, ja. Kerne oder was das ist. Dieses Geschoss. Und ich sehe einen Superhammer. Kommen wir denn an den ran irgendwie? Wo ist der? Ah, hier ist der Eingang. Okay. Ja, wir kommen an den Superhammer ran. Wunderbar. Lauf, 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 lauf. Und wunderbar. Ja, den können wir noch ein bisschen hier einsetzen, aber bringt uns auch nicht mehr so viel. Und wir haben
die erste Challenge schon wieder geschafft. Ja, das ist auch keine Herausforderung. Wie gesagt, ab Saal 20 oder was es ist, wird es erst heftig. Ja. So 23 ist wirklich schwierig. Das ist dann fast die Hälfte, also das Ganze dann nochmal. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich böse. Ich halte mich da aber auch an euch. Wollt ihr, dass ich das Level irgendwann schaffe oder sagt ihr, nee, lass gut sein. Ich hab's auch nicht hinbekommen. Da kann man ruhig zurücktreten und ganz ehrlich, das ist... Ja. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Weil, ja, die Story ist durch. Wir haben alles, bis auf das letzte Achievement, was auch jetzt nicht so besonders ist. Nämlich bekommt der Captain Toad eine Krone auf, wenn er dieses Level hier schafft und die Challenge auch. Und ja, das ist das Böse. In Mario kann man, wenn man getroffen wurde, ist durch die Gegner hindurchlaufen. Toad ist dann zwar unsichtbar, kann aber immer noch stecken bleiben an den Gegnern. Und ja, auch das ist wieder so ein Spielelement, was sehr, sehr fies sein kann. Also, ja, die Entwickler, ich glaube, die haben schon von Anfang an diesem Level, ja, irgendwie gerechnet. Man fängt ja bekanntlich auch mit dem Ende an, also wie wird was enden, bevor man halt irgendwie den Mittelteil oder sogar den Anfang macht. Also man hat dann ein Grundkonzept, ja, das so soll es sein und das soll passieren. Und dann überlegt man sich, ja, wie wird das Ganze denn enden? Und erst wenn das feststeht, dann weiß man halt, kann man sich eine Route zurechtlegen, wie man von Anfang zum Ende kommt, ohne dass es irgendwelche Probleme gibt. In der Logik oder so. Aber ja, gut, das hier ist wirklich wieder Teufelswerk. Da hinten leuchtet was. Ich weiß leider nicht, was das war. So, hier sind Buhus. Die sind langsamer. Die sind sogar noch langsamer als wir. Okay, dann sind die Buhus an sich nur gefährlich, weil sie durch Wände können. Ja, seht ihr? Die können sehr gut abkürzen. Aber sonst, ja, auch wieder kein Problem. Man sieht sie halt nicht, wenn sie in den Wänden sind. Das ist vielleicht noch böse. Ich werde hier ein bisschen rennen. Normalerweise müsste da vorne kein Geist mehr kommen. Da sehe ich einen Geist und das wäre eine Sackgasse. Das haben wir dann nochmal ganz knapp gelöst. Oh, du gehst mir aus dem Weg, weil ja, du machst nur Stress. Und wir haben wieder die 20. Etage erreicht. Wie gesagt, 15 Minuten sind drin für dieses Level. Mehr ist nicht gefragt. Einfach nur eine Viertelstunde durchhalten. Und wir waren sogar klein. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Dieses Problem ist jetzt wieder behoben. Und weiter geht's mit der Etage 21, wo die Feuerpiranhas auf uns warten. Ja gut, ich werde sie im Auge behalten. Und das ist die gleiche wie vorhin, weil, ja, auch die Pilze stehen wieder da. Seht ihr? Im Aufladen spucken die noch Feuer. Also, sie drehen sich und spucken zeitgleich halt Feuer. Seht ihr? Wow, da muss man rennen. Okay, bei den Pflanzen muss man rennen. Dann werde ich hier den Turbo einlegen. Da wäre noch ein großzügiger Pilz, den ich auch noch da behalte, weil wir rennen in die falsche Richtung. Ist natürlich blöd. Nein, doch richtig. Jetzt bin ich mir unsicher. Das ist auch nicht gut. So. Ja, und wir sind wieder bei Rekordetage. 24 war diesmal unser Rekord, also wir müssen uns noch steigern. Das hier ist noch immer nicht das, was gefragt ist. So, da oben kommt eine Pflanze. Nein. Oh, jetzt geht's hier nicht voran. Wo geht's lang? Wo geht's lang? Scheiße. Und ja, es ist auch ein Level, wo man ganz leicht die Nerven verlieren kann, weil, seht euch das an. Was ist das denn?
wer erfindet denn sowas? Und ja, der Pilz, den Pilz kann ich vergessen. Ja, kann ich vergessen. Na gut, dann, oh, der Pilz. Oh mein Gott, was für ein Glück. Was für ein verdammtes Glück, denn das ist, wie gesagt, nicht festgeschrieben, ob wir einen Pilz bekommen. Da war das Spiel halt großzügig und lässt uns auch noch in eine Sackgasse rennen. Also, ja, 666 ist am Start. Oh, und wer hat die denn platziert? Wow, jetzt wird's auch nochmal asozial. Das Ganze wird dann auch nochmal mit Feuerpflanzen kommen, schätze ich. Wie gesagt, ich schätze es, ich weiß... Oh mein Gott, Shy Guys. Ja, wenn die einen sehen, rennen die einen nach. Okay, hab's kapiert. Ja, und da ist es schon wieder passiert. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Fast einer Stunde. Und wir sind jedenfalls schon weitergekommen, aber ja. Okay, mal schauen, wie weit wir jetzt kommen. Ja, dann dauert es doch länger. Ja, die ersten 10 Etagen kann man ja noch ganz gut durchlaufen. 20 muss man schon vorsichtiger sein. Es ist halt richtig blöd, dass es auch noch glücksabhängig ist und ein Labyrinth. Ja, man kann auch näher heranzoomen. Ich weiß nicht, ob das besser ist. Ich werde es jetzt mal versuchen. Kann man vielleicht noch andere Winkel einschlagen, aber ich glaube, es ist nicht so klug, so zu spielen. Das behindert einen nur. Ja, und wieso habe ich das Ganze wieder auf Twitch gemacht? Also, der Livestream fand auf Twitch statt. Ja, ganz einfach, weil ich mir nicht sicher bin, ob jetzt Deutsche diesen Stream sehen oder nicht. Und, ja. Ich möchte jetzt niemanden hier irgendwie benachteiligen, nur weil sein Land Scheiße gebaut hat, ne? Das ist halt blöd. Für Leute, die auch bei mir leben, die werden dann wieder Probleme mit überhaupt dem Livestream auf Twitch haben. Und sie könnten sich das hier gar nicht wieder anschauen, wenn es wieder nur laggen würde, aus irgendeinem unverständlichen Grund. Ja. So haben wir halt dann YouTube, Gaming YouTube, und die Woche drauf halt Twitch. Mein Gott. Und hier bekommen wir schon auf der 5. Etage einen Pilz. Okay, das ist auch super, super, super nett vom Spiel. Aber das ist nur ein Mitleids-Gimmick. Spiel weiß, dass wir es hassen. So, ich werde das auch nicht, glaube ich, bisher nicht schneiden. Es gibt keinen Grund dazu. Ja. Es kann sein, dass es dann noch einen ganz kleinen Anhang gibt. Oh Gott. Ja, so. Nur noch zu Let's Play Captain Treasure Tracker löse das letzte Level oder irgendwie so. Oder es wird tatsächlich einen Part 26 geben. Das kann ich jetzt noch nicht so ganz vorhersagen. Und ja, mal schauen. Okay, hier gibt es keinen Eingang. Kann man dann hier weiter hier durch? Dann da nicht mehr. Okay, da kapiere ich das Level nicht so ganz. Wo geht's dann hin? Zurück. Ah, die andere Richtung. Okay. Diesmal sind wir mit den Münzen sehr, sehr, sehr weit zurückgerutscht. Aber ja. Kein Stress. Die Münzen sind wirklich nur das Angstgefühl, wenn man es halt nicht weiß, dass man in jedem Saal genügend Münzen findet und auch ohne sie zu suchen genügend Münze einsammelt. So, wir sind wieder bei 10 und 3 Minuten sind um. Das heißt, ja, genau, 15 Minuten. Für jede Stock, jede 10 Stockwerke brauchen wir 3 Minuten. Ja.
So, ich ignoriere jetzt auch gekonnt die Münzen. Es war schon ein schwieriger Weg bis hier hinten, bis dieses Level freigeschaltet wird. Und hinten drum kommt auch noch was. Ich kann aber nicht sagen, was das ist. Ich weiß das nicht, aber es sind keine Level mehr, glaube ich. Es ist vielleicht noch ja, die einzelnen Cutscenes, wenn man das so nennen will. Oder irgendwas so Fleisch. Und ja, die Kiste befindet sich tatsächlich immer oben. Dann ist das auch ein wertvoller Hinweis. Oh, da wartet schon ein Chuck direkt auf uns. Und wir rennen schon sofort in die falsche Richtung. Wow. Die machen da den Platz etwas eng. Und wow, 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 wow. Langsam, langsam. Langsam. Und wie meine Stimme einfach verschwindet. Unglaublich. Ja gut, bei einer Stunde quatschen ist das vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich. Müsste sich aber eigentlich auch trainieren lassen, damit die Stimme nicht so schnell wieder abkratzt. Naja. Vielleicht kommt das auch von vielen Aufregen auf dem Tennisplatz. Viel Schreien, dass die Stimme kaputt geht. So, einfach hier durchrennen. Auch noch kurz einen Tunnel errichten. Ja, der Weg ist gut. Ja, da gibt es keine Wand mehr. Wunderbar. Und da haben wir wieder die Halbzeit erreicht bei 46. Also wieder 3 Minuten gebraucht. So, mal schauen, ob das sich jetzt so halten kann. Jetzt kommen die Feuerpflanzen in die Station. Und, die Dinger sind so unfair. So, unfair! Man muss umdrehen. Man muss sich umdrehen. Man muss die Pflanze täuschen. Unglaublich unfair. Scheißpflanze. So muss man das tun. Oh, ein Pilz. Wie großzügig. Und wieder in die Sackgasse, ne? Ach, ihr seid Arschlöcher. Scheißentwickler. Ehrlich. Kennt die Schwächen und Stärken der Gegner. Der Spieler. Zu gut. Ich weiß auch nicht, der Zeitabstand. Seht ihr, wie soll man denn da ausweichen? Ganz ehrlich, wie soll das gehen? Bei 60 mache ich Schluss. Das sage ich euch. Bei 60 ist Schluss. Hab ich keinen Bock mehr drauf. Ehrlich. Oh, wieder diese scheiß ersten Etage. Joa. So ist es nun mal. Verdammtes Level. Verdammtes Level. Und jetzt Pilz hier einfach so geben. Brauchen wir doch nicht in Etage 2. Ah, Sackgasse. Leute, wenn ich jetzt sterbe, habe ich keinen Bock mehr. Dann höre ich auf, dann ist der Stream beendet. Den niemand sieht. Und auch das Let's Play. Ja, dazu muss ich aber sagen, es kommt dann halt noch die Komplettlösung. Oder ich verlinke sie euch. Ich weiß es jetzt nicht. Keine Ahnung. Mal schauen. Vielleicht gibt es ja noch einen ganz einfachen Weg. Ja, kann ich bisher leider nicht bestätigen. Also normalerweise testen Entwickler ja immer, bevor sie was... Ja gut, nicht immer. Es gibt auch Kandidaten, die dann
ein Level erstellen und das auf den Markt klatschen. Aber bei Nintendo denke ich, dass da immer alles getestet wird, damit es halt angenehm schwer ist, aber auch schaffbar, ne? Und ja, auch Lost Levels sind machbar. Glaubt mir, Leute, ich werde das mal probieren, weil das interessiert mich wirklich. Und ja, und 2D Super Mario Bros. Darf natürlich bei einem Nintendo Let's Player nicht fehlen, oder? Ist ja der Klassiker schlechthin. Wenn es ein Spiel gibt, das die ganze Menschheit kennt, außer Pac-Man und Tetris, dann ist es Super Mario Bros. Das Jump'n'Run. Aus den 80er Jahren, glaube ich, ne? Ja, ich glaube 84, kann das sein? Ja, jedenfalls haben eure Eltern, ja, doch eure Eltern und sogar meine Eltern diese Spiele schon gekannt und hundertprozentig auch schon mal gespielt. Also, aber da muss ich auch sagen, das finde ich auch ziemlich cool von Nintendo, dass die halt so uralte Videospielgeschichte immer wieder neu aufleben, damit die nicht in Vergessenheit gerät. Weil ich selbst kannte alles vor Super Nintendo nicht wirklich, also die NES, die NES halt, ne? Das bin ich halt auch durch Remakes und Nintendo-Historie alles gelernt worden. Ich habe zwar eine NES, habe sie auch schon mal gespielt und ja, auch sehr häufig gespielt. Paperboy zum Beispiel und das klassische Super Mario Bros. Mit dem allerdings, ja, war ich noch nicht auf der Welt, als der Release dieser Konsole kam. Bei mir hat alles mit dem SNES angefangen. Aber nur ganz kurz, ich glaube, ja, vielleicht 2 Monate NES, Yoshi's Island und was gab's noch? Ja, Mario All-Stars. Das war aber auch schon alles. Und dann brachten meine Eltern mir und meinem Bruder die Nintendo 64 mit Mario Kart und Mario 64 und ja, das war das die Konsole, die den Suchtfaktor gesteigert haben und ja, die Konsole ist der Grund, warum ich heute noch immer mit Leidenschaft Nintendo-Spiele spielen und allgemein Videospiele mag. Ja, war eine schöne Zeit. Eine richtig schöne, weil, ja, es gab ja noch nicht das Internet und man kaufte sich einfach das Spiel. Das war dann halt, ja, eine Enttäuschung oder gut. Der Zeitung konnte man ja auch nicht immer glauben. Da stand ja auch manchmal Beta-Mumpitz oder sowas drin. Ich glaube sogar auf der Nintendo 64-Packung, die ich hatte, also die allererste, gibt's Beta-Footage zu Mario Kart 64. Dort gibt's einen Vier-Spieler-Screen, auf dem man das Item aus Super Mario Kart sieht, die Sprungfeder. Und damit fick ich das Spiel und beende diesen Part hier. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn ihr schnell, wenn ihr noch dran seid. Ja. Dann wird es doch noch Part 26 geben, oder nicht? Ja, schreibt mir mal eure Meinung zu alles, was in diesem Part besprochen wurde. Und ich möchte von euch wissen, wie seid ihr denn so zu Videospielen gekommen? Bis zum nächsten Mal. Bei einem anderen Projekt, hoffentlich. Oder bei Part 26. Mal schauen.